Ja, danke für die FDP, spricht Herr Pott. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, der demografische Wandel wirkt sich auch auf das Gesundheitssystem und die Versorgungssituation aus. Die Zahnmedizin ist davon nicht ausgenommen. Die wiederkehrende Debatte zu einer drohenden Unterversorgung der zahnmedizinischen Versorgung ist aus guten Gründen heute auf der Tagesordnung. Die Prognosen der Kassenzahnärztlichen Vereinigung zeichnen ein deutliches Bild und eine aktualisierte Version des Versorgungsatlas wurde erst vor kurzem veröffentlicht. Als FDP-Fraktion ist uns die Versorgung der Menschen im Land wichtig. Deshalb haben wir bereits innerhalb der Landtagssitzung am 26. Januar 2023 einen Prüfauftrag zu einer möglichen Landzahnarztquote auf den Weg gebracht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Auftrag muss zügig abgeschlossen werden und sollte er negativ ausfallen, dann muss es dafür eine Begründung geben, weshalb das hier nicht möglich ist und weshalb es dann aber bei einer Landarztquote möglich ist. Die zahnärztliche Versorgung ist schon heute in Teilen des Landes nicht mehr zu 100% gesichert. Schaut man sich die überarbeitete Version des Versorgungsatlas 2030 der Kassenzahnärztlichen Vereinigung an, wird auch deutlich, dass es nicht leicht wird, das kurzfristig zu ändern. Doch wieso ist das so? Der demografische Wandel ist ein Faktor, den ich bereits angesprochen habe. Durch die geringere Anzahl junger Menschen gibt es auch weniger Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner. Es ist in meinen Augen aber ein viel entscheidenderes Problem, dass viele der Absolventinnen und Absolventen nicht im Land bleiben. Das zeigen auch die Zahlen und dort können wir, denke ich, am besten ansetzen. Über die Gründe kann man hier viel sprechen und spekulieren. Entscheidender wird eher, was uns dabei hilft, es zu ändern. Und dafür ist aus unserer Sicht die Landzahnarztquote ein fast kostenfreies Werkzeug, was wir nutzen sollten. Bereits jetzt gibt es viele Maßnahmen der KZV. Ein bekanntes Beispiel ist das Stipendienprogramm in Kooperation mit der ungarischen Universität Pécs. Dort gibt es zusätzliche Kapazitäten für ein zahnmedizinisches Studium und das auch ohne ein Spitzenabi. Im Gegenzug verpflichten sich die Studierenden für einige Zeit im Land zu bleiben und in einer niedergelassenen Praxis zu arbeiten. Neben diesem Programm werden auch Stipendienprogramme an deutschen Hochschulen gefördert, ebenso Studienprogramme der Landkreise. Und neben dem Studium steht auch der Berufseinstieg im Fokus. Die Maßnahmen sind vielfältig und federn auch die Auswirkungen teilweise ab. Alleine kann die KZV in meinen Augen aber nicht die Lösungen dauerhaft tragen. Umso wichtiger ist es, dass neben der KZV auch alle anderen Beteiligten und damit auch die Landesregierung zusammenarbeiten, weitere Maßnahmen entwickeln und die bestehenden Maßnahmen unterstützen. Und die Anmerkung sei mir an der Stelle auch gestattet, ich hätte es mir gewünscht, dass wir es als Koalition schaffen, in den Haushaltsverhandlungen eine Kofinanzierung des Stipendienprogramms für die Universität Pécs auf den Weg zu bringen. Wir werden daran aber auch weiter arbeiten und ich bin zuversichtlich, dass wir das in den künftigen Haushaltsverhandlungen hinbekommen. Also, Ziel muss es sein, der drohenden Unterversorgung entgegenzuwirken und hinter diesem Ziel müssen sich alle Akteure versammeln. Und als ein Akteur tritt hier auch die Landesregierung auf, die aus meiner Sicht sich nicht aus der Verantwortung nehmen darf. Ideen gibt es genug, sie müssen aber unterstützt und umgesetzt werden. Deswegen überweisen wir den Antrag federführend in den Sozialausschuss und mitberatend in den Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.